Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Play. Sorry. Also Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie ein Spieler, also ich, der in Season 5 richtig mit Fortnite angefangen hat. Ich drehe mal die Kamera richtig, sonst sieht es etwas schief aus. Ich hasse asymmetrische Sachen. Okay, also Leute, ich bin quasi seit Season 5 jetzt dabei mit Fortnite. Ich habe davor zwar ein bisschen gespielt, aber das kannst du nicht spielen nennen. Und ich will heute nicht flexen, Leute, auf keinsten. Ich kann nämlich gar nicht flexen, ich bin nicht gut in diesem Spiel. Ich wollte einfach nur zeigen, was ich, ich werde sehr viel von Season 5 sprechen, einfach aus dem Grund, weil das sozusagen die Season ist, mit der alles jetzt für mich begonnen hat so ein bisschen. Also werde ich euch ein paar Sachen zeigen, die ich seitdem gelernt habe. Das heißt, man kann quasi sagen, mein Stand der Dinge ist, dass ich in Season 5 angefangen habe zu tryharden. Davor habe ich zwar gespielt, aber jetzt halt mit meinen, ja quasi, neuen Bekanntschaften, wie zum Beispiel, da habe ich gestern auch mit Camo Lang drüber geredet, wenn du mit diesen Jungs spielst, dann kriegst du halt andere Gedanken in das Spiel und deswegen werden sich vielleicht auch einige wundern, dass es jetzt doch schon eigentlich ganz gute Fortschritte gibt. Ich bin, wie gesagt, absolut nicht gut in dem Spiel und es ist wirklich jetzt viel zu spät angefangen quasi. Ich kann ja gar keine Game Time haben, alleine weil ich erst seit Season 5 spiele. Ich habe zwar in Season 2 schon mal Videos gemacht und in Season 3, aber das war nicht richtig, weil da habe ich immer nach einer Woche wieder aufgehört. Und ja, mir macht das Spiel einfach total Spaß, Leute. Ich freue mich natürlich auch mega aufs Wochenende auf BO4 Release. Genau, ich wollte euch einfach heute so ein bisschen zeigen, was ich jetzt so bautechnisch gelernt habe. Es ist nicht krass oder so, nur einfach, was ich gelernt habe, wollte ich euch zeigen, genau. Fangen wir an mit den 3 Layer Stairs, die ich diese Season gelernt, also diese Season 5 gelernt habe. Einfach dieses hier, also dass du, siehst du, da choke ich direkt, mein Beste. So, okay. Also dieses hier, oh, mit Stahl sieht man es sogar irgendwie ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. Also dass du halt quasi eine Treppe, einen Boden, eine Stair setzt, wahrscheinlich eine Treppe und einen Stair, oder Asuka, Treppe, Boden, Wand setzt, das ist halt dafür gut, dass du den Gegner halt relativ krass überraschen kannst, wenn du halt damit pusht, ich meine, wenn der Gegner jetzt irgendwie hier hinten steht oder so, er kann das halt kaum runterschießen, weil du hast eben halt 3 Leer. Ich muss es gar nicht erklären, weil ihr wisst es eh alle, ja, ich erkläre es nur nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, für die 2%, und genau, das habe ich sozusagen gelernt, das konnte ich vorher gar nicht, das Einzige, was ich vorher konnte, war das hier, kein Scheiß. Das war's. Also das ist der Fortschritt, immerhin. Genau. Das Ganze ist natürlich ein kleiner Punkt so, was ich, ach ja, da kann ich direkt weitermachen an einer Stelle. Und zwar das Zweite, was ich gelernt habe, ich gehe echt chronologisch vor, das Zweite, was ich gelernt habe, ist das Abseilen, Freunde. Ja, nicht nur auf Toilette der Hit, sondern auch so. Und zwar, dass du genau das machst, du platzierst, ich glaube, es gehen sogar bis zu 3 Wände, platzierst Wände, baust dann am Ende eine Stair, landest auf der Stair und bekommst halt aus großer Höhe keinen Fallschaden. Ist sehr, sehr praktisch, muss man sagen, weil es einen schnell aus Situationen rausbringt. Gerade jetzt, wo das Bouncepad Public nicht mehr am Start ist, finde ich es relativ gut. Also ihr habt es jetzt gesehen, das war jetzt eigentlich ziemlich gut. Man kann das Ganze natürlich auch sehr schnell machen. Ich kann ja mal gucken, ob ich es gerade schnell schaffe, aber es kann auch sein, dass ich in diesem Video teilweise choke, ist mir dann aber auch egal, Leute. Ich will das jetzt angerade machen, ich will ein bisschen labern. Also quasi so, dass du halt schnell, das war jetzt nicht mehr schnell. Am besten ist es so, wie jetzt am Ende, dass du quasi nur über die Kante rüberrutschst am Ende. Du berührst, das hab ich, manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Du rutschst quasi am Ende nur noch runter. Das habe ich bei Mongral gesehen, der hat das in Perfektion gemacht. Also ihr könnt euch hier vorstellen, was ich meine, dass man sich am Ende halt so ein bisschen, ja, dass man einfach den Fallschaden verhindert. So, das war das Zweite, was ich gelernt habe. Das Dritte benutze ich eigentlich nie. Ja, lass uns das einfach trotzdem ganz schnell zeigen. Ich benutze es aber, wie gesagt, eigentlich nicht. Ich habe es nur so gelernt, so, ich platziere mal so. Dass du halt quasi, ja, dieses halt, ne, also dass du mit 2 Stairs halt pusht und 2 Wänden jeweils, das ist natürlich auch relativ stark, aber ich finde es wack, also ganz ehrlich, ich finde, es ist zwar sehr breit und es sieht wahrscheinlich gefährlicher aus, aber wenn du das hier machst, ist das meiner Meinung nach effektiver. Jetzt habe ich natürlich gechoked, also wenn du das machst, ist es für mich irgendwie besser, weil, oh, es ist 4 Layer gerade, ah, schade, ne? Weil das ist für mich einfach quasi etwas effektiver. Hier war es perfekt sogar, weil du halt, wenn du das so machst, du ziehst das Spiel zwar nicht in die Breite, aber du hast halt einfach, guck mal, jetzt choke ich das. Ich choke das normalerweise nie, Digga, aber es ist natürlich klar, Video-Vorführeffekt. So, ich mache es einmal perfekt für mein Ego. Oder auch nicht. Genau. Das ist übrigens, das wollte ich sogar noch zeigen, perfekt, hat es geklappt. Und zwar, was ich gerade, Alter, jetzt bitte mach das auch. Okay, was ich jetzt gerade gemacht habe zuletzt, das war eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt noch zeigen konnte. Und zwar, wenn du halt am Ende, also wenn du das machst hier und du setzt zum Beispiel einmal die Stair zu spät. Oh, wieso passiert mir das? Das passiert mir nie, ich schwör's euch, Leute, niemals.
Genau das hier. Habt ihr es gesehen? Wenn ihr zu spät die Stairs setzt, könnt ihr es mit einem Sprung retten und seid trotzdem genauso schnell. Das wollte ich euch, das wollte ich auf jeden Fall noch zeigen. Genau, ich mache das noch einmal richtig für mein Ego, damit ich heute Nacht ins Bett gehen kann. Das gibt's nicht, Leute. Das ist so ein Vorführeffekt. Das ist so krass, Leute. Ohne Scheiß. Ja, so halt. Mein Gott, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Es ist so einfach. Es ist total einfach. Ich habe es ein paar Mal gechoked jetzt. Weil ich halt, ich bin eh so ein Vorführeffekt-Typ. Generell, auch wenn ich livestreame, ärgert mich das immer so krass. Deswegen werde ich dann immer noch schlechter. Weil ich immer dann halt das Gefühl habe, die Gaming-Welt hat sich gegen mich verschworen und ich darf nicht gut spielen, meine Runde im Stream. Deswegen, ja, ich weiß, Kiste abbauen tut weh, Leute, aber so mussten wir es gerade mal machen. Genau, also das ist sozusagen noch eine Sache. Oh, das Lami ist ja sehr schön positioniert. Machen wir weiter mit 90s. Da bin ich aber noch nicht gut drin. Und zwar aus folgendem Grund, wenn du richtig gute 90s machen willst, musst du den Controller so halten eigentlich. Also, dass du hier zwei Finger auf R1 und R2 hast und den Ringfinger am Paddle, falls du eins hast. Mir tut das aber weh, deswegen kann ich so mit zwei Fingern und deswegen ist es etwas langsamer. Wie gesagt, ihr dürft mich natürlich jetzt nicht mit Carmo oder so vergleichen, sondern mit Marcel aus Season 4, denn, okay, Season 4 habe ich nicht mehr eine Runde gespielt, ihr dürft mich nicht mit Marcel aus Season 2 vergleichen, ne, ihr müsst mich mit Marcel aus Season 2 vergleichen, meine ich, nicht mit Carmo oder so, ne. Also, wir bauen mal kurz was auf, dann zeige ich euch, warum 90s überhaupt was bringen. Vielleicht, es gibt wirklich manche Leute, ja, das ist halt eine Scheißstelle, es gibt wirklich Leute, die wissen das nicht und deswegen zeige ich es einfach mal für euch. Wir brauchen auf jeden Fall, das ist halt scheiße hier, wir brauchen irgendwo ein fucking, das ist hier so uneben, ne, egal, machen wir es mal so, komm. Wir schaffen jetzt einen künstlichen Boden, ne, ich bin hier, so, okay. Mal angenommen, das ist die Ausgangssituation für ein 1v1, ich muss mal kurz den Baum zerstören, sonst kriege ich Bauchschmerzen davon. So. Das ist ja auf Spielwiese, ich war relativ oft auf der Spielwiese in One-on-Ones unterwegs, ne? Es gibt dann zwei Möglichkeiten, also man fängt mit zwei Ramps an, das ist Standard, so, das, so machen wir das mal. Da gibt es einmal die Möglichkeit des 180s, also jetzt bin ich auf merkwürdige Ebene einfach, das heißt, ich bin jetzt Richtung Gegner schon gedreht, aber wenn der Gegner in der Zeit Folgendes macht, wenn der nämlich, ich mache es relativ langsam vor, so, so ist jetzt der langsamste 90 der Welt gewesen, ist er eine Ebene über dem 180. Also 90 Degrees heißt 90 Grad Drehung. Ne? 92 Grad Drehung, das da drüben ist ein 180, also eine 180 Grad Drehung. Ja genau, und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, dass dieses 90s wirklich sehr, sehr effektiv ist. Ja, editieren ist jetzt nicht wirklich krass, aber ich habe auch noch nicht die Keybinds gechanged. Da bin ich noch im normalen Modus unterwegs. Einfach, ich bin Public-Spieler, Leute. Wisst ihr, ich habe da folgende Theorie. Ich bin Public-Spieler. Ich werde niemals competitive spielen. So, jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Da ist eine Wand, ne? So. Ob ich die jetzt so editiere oder noch schneller, ist für Public eigentlich kein großer Unterschied, weil letztendlich ist es ja nur, wie soll ich das am besten sagen? Es ist kosmetisch quasi in Public, ob du es kannst oder nicht. In Competitive brauchst du es. Wenn du da jetzt in Competitive, sagen wir mal, du turtelst dich da jetzt ein, so, also machen wir es mal so, das ist ja so diese klassische Turtle-Form, so, dann editierst du das auf. Machst so, 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 hast die nächste Box. Aber das war viel zu langsam. Man müsste es viel schneller editieren. Zack, 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 zack. Und dieses Editieren, gerade auch wenn ein Gegner in der Box ist, ist einfach zu langsam, wenn du keine Custom Keybinds hast. Wenn du Custom Keybinds verwendest, dann geht es schneller, weil du das Editieren mit einem Knopf machst und nicht gedrückt halten musst. Also das ist halt wirklich besser. So, jetzt wollte ich dir mal ein bisschen 90s zeigen. Wie gesagt, das kann ich gar nicht schnell. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen... Damit ihr einfach seht, ich habe nicht gefaulenzt, sondern ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe auch ein paar Anfängertipps für 90s. Und zwar erst hochgucken, dann runtergucken. Seht ihr das? Das war ziemlich nice sogar gerade. Erst hoch, dann runter. Weil wenn ihr runterguckt, dann placet ihr die Stair hundertprozentig unter euch. Und es passieren keine... Guck mal, das war gar nicht so schlecht. Es passieren dann gar keine großen Fehler mehr, wenn ihr das so macht. Weil ihr dann auf der Stair landet, wenn ihr es zum Beispiel so macht, dass ihr quasi die ganze Zeit gleich guckt, dann habt ihr dieses Problem. Sehr, sehr häufig. Wenn ihr runterguckt, passiert das eigentlich nicht. Genau, ja. Wir machen mal ein bisschen, ich edite mich jetzt hier mal kurz runter. Wie gesagt, das ist halt absolut nicht schnell. Das ist halt wirklich keine Ahnung. Guck mal, das manchmal choke ich auch komplett. Das ist halt jetzt, ja, mega Anfänger-Stuff. Aber das ist halt, wie gesagt, da war ich einfach noch nicht. Und da muss man auch ehrlich mit sich selber sein, dass man da noch nicht so weit ist einfach. Man kann sich immer stetig verbessern. Ihr seht aber trotzdem, ich finde, dafür, dass ich seit einer Season erst spiele, sind die Gesamtfortschritte, dafür, dass ich auch mit Controller und so spiele, gar nicht so schlecht, Leute. Ich finde, man kann es auf jeden Fall lassen. Wie gesagt, das ist hier nicht zum Flexen, um Gottes Willen, Leute. Ich kann gar nicht flexen. Also nicht mit so 1% gar nicht flexen, Leute. Ja. Moin, Leute, Trimax hier, sag ich dazu. Wie sagt Trilord und Moin Max hier, sagt Reapers immer. Ja, das finde ich auch sehr lustig. Genau, also ich würde sagen, das ist hier so... Digga, das kann nicht sein. Das passiert mir niemals außerhalb der Aufnahme. Ja, das war's perfekt.
Das war perfekt gerade mit dem. Da habe ich es eben noch gerettet einfach. Das, ich schwöre, Leute, das hier wird niemals passieren. Ich weiß nicht, was das gerade ist, Leute. Ohne Witz, Mann. Also ich glaube, Abseilen und dieser 3-Layer-Push sind so ziemlich die wichtigsten Sachen. Aber der 3-Layer-Push, das regt mich gerade auf, dass der einfach nicht funktionieren will. Ja, okay, ihr seht, ich kann es eigentlich. Ja, manchmal choke ich, warum auch immer. Ich weiß es dann auch nicht genau, warum es manchmal der Fall ist, Leute. Das sind jetzt so quasi alles die Sachen, die ich in dieser Season jetzt vom Bauen her gelernt habe. Wie gesagt, davor konnte ich das hier. Wenn überhaupt, Leute. Also wenn überhaupt. Den Rest habe ich mir jetzt angeeignet. Für mich ist halt, das habe ich auch neulich schon mal erklärt, das erkläre ich jetzt nochmal. Gaming ist halt so eine Art Kunst für mich auch. Und ich hasse es, wenn ich das Kunstwerk nicht beherrsche. Deswegen viele sagen, scheiß auch auf Gameplay, mach so und so. Aber für mich ist das wichtig. So, für mich war es immer wichtig, dass das Gemälde im Hintergrund passt. Es klingt vielleicht wirklich wack für manche Leute, aber das ist so mein Wunsch einfach. Und deswegen habe ich auch wenig Fortnite-Videos hochgeladen, weil ich mit den meisten Runden nicht zufrieden war. Morgen kommen übrigens zwei richtig nice Runden, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, Leute. Ja, das sind meine bisherigen Fortschritte. Lasst ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Wie gesagt, das ist nichts ultra krass. Und ich habe jetzt auch nicht die krassen 90s versucht oder so, weil sonst hätte ich mich vielleicht blamiert und hätte ich keinen Bock drauf gehabt, Leute. Deswegen, es gibt natürlich auch bessere Formen als jetzt. Aber ja, das ist mein derzeitiger Stand. Lasst auf jeden Fall ein Like da, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.